Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu The Witcher. Ein Action-Fantasy-Rollenspiel, wo man wohl als Protagonisten, vermute ich jetzt mal ganz stark, den Geralt von Rivia spielt. Und zwar, ja, ein weißhaariger, großer, vernarbter Typ, der Monster verkloppt. Okay. Gefällt mir. Schwierigkeitsstufe wählen. Leicht, mittel, schwer. Ganz klassisch. Sogar mit für Neulinge sind Kämpfe einfacher. Alchemie ist zum Überleben nicht notwendig. Mittlere Stufe wird für die meisten Spieler empfohlen. Kämpfe sind anspruchsvoll. Alchemie nützlich. Für fortgeschrittene Kämpfe sind schwierig. Alchemie ist zum Überleben notwendig. Da das hier blind sein wird, nehme ich normal. Standard. So, was ist das hier? Steuerungsmodus wählen. Vorzugsweise Maus. Intelligente und leicht zu steuernde isometrische Kamera. Für Gelegenheitsspieler und andere. Alle empfohlen, die einen strategischen Überblick über bla bla bla. Steuerungsmodus kann jederzeit während des Spiels verändert werden. Tastatur- und Maussteuerung mit dynamischer UDS-Kamera. Empfohlen für erfahrene Spieler und alle, die näher am Geschehen sein möchten. Steuerungsmodus kann jederzeit während des Spiels geändert werden. Komm, ich bin näher am Geschehen. Ich bin immer näher am Geschehen. Okay. Laden. Außenbereich von Kaer Morhen. Okay. Es sei dir erlaubt, fertig geladen zu haben. Ja? Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kaer. Das Jahr 1270, fünf Jahre nach dem Großen Krieg. Yeah.
ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Lass mich raten. Langsame Aussicht auf eine prächtige Burg. Okay, sieht ein bisschen mitgenommen aus. Naja. Eine Burgruine. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Böses Omen. Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir. Wesemir, wir haben Gesellschaft. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Okay. Natürlich kann ich nicht mich friedlich erholen. Es müssen direkt Leute kommen, um mich zu töten. Natürlich. Gegenstand aufhören. Gehört den Cursor über Schwert und Linksklick, um es zu verwenden. Ah ja. Okay. Linksklick, um mit einem Feind, um ihn anzugreifen. Feind, ja, bla bla bla. Okay. Was ist das denn für eine krasse Haltung? So. Jetzt linksklicken. Linksklicken. Greif ihn an. Ah, geht doch. Ah. Komm. Schulterkamerabewegung. Ja, wer ist der? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Boah.
Ist das hier Magie, was hier abläuft? Komm. Ach, ich darf nicht die ganze Zeit durchdrücken. Ich muss einmal drücken und dann geht das. Schlamm-Salamander-Bandit. Ach so. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Okay, in den oberen Innenhof mit mir. Na, fängt aber schon ganz gut an. Ich weiß nicht, was los ist und ich werde direkt hier ins Getümmel geworfen. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay. Neue Region wird betreten. Die Bastion. Naja, okay. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Das sieht aus wie ein Rambok. Oder irgendwas ähnliches. Verdammt! Was ist das? Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. So sieht er auch aus. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Ja? Schon wieder kämpfen? Da sind noch mehr. Sie dringen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor, ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Kaedwen gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Zavala unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Zavala und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen. Auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Okay. Jetzt bin ich hier als einsamer Wolf unterwegs. Gegen die tollen Angriffe verketten. Verkettet eure Angriffe, um Feinde effektiver zu töten. Linksklick nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Ach so, das war dieses komische Ding. Wird direkt ausprobiert. Zweiter Kombo. Letzter Schlag. Ah, läuft ja. Das sieht ganz nett aus, muss ich schon sagen. Dafür, dass dieses Spiel relativ alt ist. Ich lasse euch fliegen. Ah, komm. Komm her. Mein Gott. Zack, zack. Da kommt die Kombo. Gnadenstoß. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Links klickt auf ihn, um ihn zu erledigen. Okay. Ah ja, okay. Das ist ja ganz flüssig und gut. Zack. Immer weiter, immer drauf. Yeah. Okay. Ich würde niemals so eine... Das sieht schon normal aus, diese Kampfhaltung. Hui. Salamandra-Bandit. Wieso sollte ich das tun? Naja.
Ihr seid ja schon am... Ihr seid ja am... Ach! Was ist hier los? Komm! Greif an! Zack, zack, zack! Welch eine Schnetzelei! Verdammt! Das war schlecht von mir. Was war das denn? Und? Letzter Schlag! Bam! Und? Boah! Ah ja! Es geht auch noch brutaler. Das habe ich gerne, sowas. Sowas habe ich gerne. Okay, weiter geht's. Oh, was ist das? Neue Region betreten. Mauern. Kampfstile. Oh, jetzt auch noch verschiedene Kampfstile. Gefällt mir. Schneller Kampfstil. Benutzt den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Mit X. Okay. Ihr wagt es, die Salamander herum. Ah ja. So kann der mir nicht ausweichen, oder was? Okay. Ich hab's verstanden. Das ist ganz schön. Starker Kampfstil. Jetzt hält er das Schwert höher. Ah ja, und das ist dieser... dieses Hackschnetzel-Kampfstil, den ich eben benutzt habe. Okay. Und... Bam. Das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Aktive Pause. Ich kann mit Leertaste im Pausenmodus. Ah ja, das ist... Das mag ich ja. Ah ja, ich muss jetzt erstmal in den schnellen Modus wechseln. Dann den Banditen ausschalten. Und dann wieder in den starken Modus. So. Und den Typen hier ausschalten. Verdammt, das war zu früh. Nein! Legt euch mit mir an, und ihr Schüler. Bezweifle es. Okay. Wohin jetzt? Das sind ein paar viele. Aber nichtsdestotrotz greife ich an. Nein, ich laufe den Turm hoch anscheinend. Ah, mal sehen, ob das passt. Die hatten Bögen dabei. Ach du Scheiße. Wieso sagt mir sowas niemand? So sagen wir, ach, geh den Turm rauf. Ich hätte ja nur sterben können bei diesem einen Sturz. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. Ja, ist klar. So, Zusatzinformation wäre gut gewesen. Aber nein. Bam. Auf geht's. Belagerungskessel. Nun gut. Na, ich muss in den schnellen Ziel wechseln. Okay. Ja, ich hätte fliehen sollen, solange ich noch Zeit habe. Aber sowas tue ich doch nicht. So. Okay. Und nochmal. Und noch einmal. Da ist einer... Oh, der hat mich aber ganz schön erwischt. Naja, zum Glück scheint sich das noch nicht negativ auf mein Leben auszuwirken. Schließlich ist das ja noch so eine Art Tutorial. Ah, komm. Und? Letzter Schlag. Hm, ich habe gemerkt, also bei starken Angriffsstil ist es so, dass ich zwei Kombos hintereinander rein kann und bei schnellen Kampfstil sind es vier. Komm. Komm. Und zack. Und zack. Ah, komm. Okay. Kommt her, meine Hübschen. Dann wollen wir doch mal sehen. Wir sollen uns... Ich soll mich beeilen, weil es anscheinend ein bisschen knapp da hinten wird. Ach, das glaube ich nicht. Ich habe Zeit. Und... Ah, verdammt. Ich bin so... Okay. Und... Ah, zu früh. Okay. Kabumm. Quest aktualisiert. Ich muss das Tor öffnen. Mach ich. Glatt.
Das hat uns wieder ein bisschen Zeit verschafft. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Allerdings. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Ah ja. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Okay. Verteidigung von Kaer Morhen. Ich muss den Donnertrank trinken und das Innere der Festung erforschen. Okay. Wie ich an dem schönen Pfeil an der Minimap oben rechts sehen kann, ist das hier mein Ziel. Aber ich glaube, bevor ich dort reingehe, werde ich diesen Part beenden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen!